Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Season Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Einmal wieder mit Webcam. Ich bin gerade einmal dabei, Parts aufzunehmen, wo ich die Webcam nutze, deswegen haben wir die heute hier auch mal wieder. Ja, das könnte mir super gut gefallen. Ich könnte jetzt ein bisschen Zucker gebrauchen. Momente wie dieser schreien nach einer Notfallration Fruchtmarmelade. Okay, wir sind immer noch im Winter. Und ich glaube, wir mussten ja immer noch die 5 Juwelenmelonen zusammenkriegen. Irgendwie. Das war, glaube ich, ja noch unsere Aufgabe, die wir brauchten. Ich muss mal schauen, hier gibt es jetzt noch Kartoffelsamen. Okay. Kartoffelsamen für den Herbst, ne? Nee. Kartoffelsamen für den Winter. Okay. Ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß noch nicht genau, wo wir stehen geblieben sind in der letzten Folge. So, wir brauchen, glaube ich, auch, was jetzt das Geld angeht, wir haben mittlerweile 11 Millionen. Ich glaube, wir brauchen da nicht, was das Geld angeht, brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber wir müssen auf jeden Fall uns erstmal wieder um unsere Tierchen kümmern hier. Und wir müssen hoffen, dass irgendwann halt die Melonen wachsen, dass wir da halt Juwelenmelonen rauskriegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, wenn wir keine 10er Melonen anpflanzen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das heißt, das ist jetzt noch halt immer ein bisschen zeitaufwendig und wir müssen halt noch ein bisschen Zeit rumkriegen und haben halt nicht mehr wirklich so viel zu tun. Ich hätte mir einfach die Melonen aufheben müssen. Ich kann natürlich mal schauen, wann diese wachsen und kann natürlich da meinen ganzen Garten damit vollpflastern. Also den anderen Garten. Das werde ich vielleicht auch machen, wie ich es bei den Dings gemacht habe. Da. So, wir packen hier erstmal noch ein paar Eier rein. Dann haben wir noch ein bisschen Milch. Mein Dings ist noch nicht fertig da, ne? Muss mal schauen, wann die Melonen eigentlich wachsen. Ja, hier brauche ich noch ein paar Tage. Wann wachsen die eigentlich? Ich brauche ja die hier, ne? Die Melonensamen. Kriege ich da jetzt auch mal eine Info dazu? Wann die eigentlich wachsen? Nee, nicht schlagen. Obstsamen, die im Sommer und Herbst ausgesät werden können. Mit entsprechender Pflege wachsen sie 7 Tage nach Aussaat wohlschmeckende Melonen. Im Sommer und im Herbst. Okay, ich nehme die einfach mal mit. Ich nehme die einfach mal mit und schau mal, ob ich die vielleicht in meinen Sommergarten gepflanzt kriege. Vielleicht haben wir ja da Glück und kriegen da bessere Juwelenmelonen raus. Die brauchen natürlich 7 Tage. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ich muss halt mal auch mal schauen, in welchem Garten wir überhaupt Platz haben. Oder ich muss halt wirklich mal rigoros hier ein paar Felder Blatt machen, damit ich die 24 10er Melonen pflanzen kann und dann auch gleich wieder da neue Samen rausmachen kann. Müssen wir mal sehen. Also ich muss auf jeden Fall definitiv jetzt relativ viel Melonen anbauen, damit ich die Juwelenmelonen. Ich habe, glaube ich, eine Juwelenmelone. Und mir hat, glaube ich, auch einer geschrieben, dass ich die gleiche Sorte. Moment. Ah, ich bin voll. Dass ich die gleiche Sorte Silos habe. Deswegen rechnet sich das irgendwie zusammen.
Mit den Dingern, was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte ja das Zeug verkaufen und das Fell rausschmeißen. Genau, also das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg. Moment, die Butter kann, glaube ich, auch weg. Das Fell kann ich hier zu Stoff verarbeiten. Oder zu Wolle, besser gesagt. Genau, und dann habe ich ja, glaube ich, noch... Moment, nee, ich muss ja wieder zurückgehen. Ich brauche ja noch die... Da lagen ja noch ein paar Eier drin, obwohl... Eigentlich... Brauche ich die gar nicht. Eigentlich brauche ich die gar nicht. Aber ja. Wir wollen ja ein bisschen unseren Spaß hier haben, ne? Ich wollte gerade sagen, hui, sind sie weg? Nee. So. Meine Eier sind noch da. Also, meine ja sowieso, aber die Hühnereier. Ja. Beim Silo. Oh, da ist wenig drin. Hier ist wenig drin. Dann packen wir mal das komplette hier wieder rein. Ich glaube, hier hinten die Pilze sind noch nicht wirklich fertig. Meine Alpakas sind nicht. Okay, euch geht's aber gut. Ich brauche euch aber nicht scheren. Was haben wir denn hier hinten? Wir haben mal Pilzsporen und ja, da kann ich nochmal Pilzsporen ansetzen. Da brauche ich dann 5. Dum, 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 dum. Ah, jetzt muss ich natürlich wieder den ganzen Weg hier zurückrennen zu meiner Produktion auf der zweiten Insel hier. Aber wenn ich überlege, wie wir hier mal angefangen haben, oder? Mit dieser ersten kleinen Insel und so. Das ist schon... Das ist schon krass gewesen. Warte mal, das Ei, das... dann kommt die Milch dahin, die und die, das Ei, die Milch. Und der Rest kann erstmal verkauft werden. Das Holz nehme ich jetzt nicht mit hier, obwohl der Baum stört mich ein bisschen. Ich muss mal schauen, dass ich die Melonen irgendwo gesät kriege, ob ich im Sommer oder im Herbst mehr Platz habe. Habe ich nicht hier unten sogar auch noch Melonensamen gehabt? Die sind aber noch nicht fertig, nee. Aber hier sind Karotten fertig, sehe ich gerade. Hier sind noch ein paar Karotten fertig, die ich aber auch verkaufe. So, wir gehen mal in den Immersommergarten. Weil einen Garten habe ich, glaube ich, komplett leer gemacht. Aber bin ich mir jetzt nicht so... Oder hatte ich da komplett jetzt... habe ich Kürbisse gepflanzt. Aber eigentlich würde ich hier halt auch gerne... Wie lange brauchen die noch? Mache ich die weg oder mache ich die nicht weg? Es tut mir leid. Ich brauche den Platz hier. Auch den Platz für Melonen. So. Gucken, wie viel ich dann ja anpflanzen kann insgesamt. Da habe ich eigentlich meine Gießkanne noch dabei. Einmal gegossen. Dann kann die wieder weg. Vielleicht noch 5 Samen. Okay. 1, 2, 3, 4. Es tut mir zwar leid für die Kürbisse. Aber ich muss die Melonensamen hier noch ausbringen.
Weil ich, wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall die Juwelenmelone. So, und jetzt habe ich hier noch zwei. Ah, ich komme, ich mache Bananenmarmelade. So, also hier ist definitiv erstmal alles wieder voller Melonen. Die Kürbisse. Bum, 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 bum. Wir gehen mal noch in den Braureifgarten, ist glaube ich der Wintergarten. Und da könnte vielleicht sogar auch ein bisschen was fertig sein. Der Lauch, ich bin mir nicht ganz so sicher. Nee. Nee, 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 nee. Der Lauch will noch nicht. Da habe ich aber auch nur noch 18 so eine Dinger. Na gut. Blütenwind. Buntblatt ist, glaube ich, der Herbstgarten. Buntblatt, ja. Buntblatt ist der Herbstgarten. Tomate, Tomate, Tomate. Hier ist überall Reis. Okay. Hier ist überall Reissamen und noch ein bisschen Tomatensamen haben wir hier. Okay. Aber der braucht auch noch ein bisschen. Die Tomaten hier hinten auch noch. Aber hier haben wir auf jeden Fall 10er Weintrauben. 10er Äpfel. Sehr gut. 10er Weintrauben und 10er Äpfel. Wunderbar. Jetzt muss ich mal schauen. Marmelade ist das hier. Da habe ich Äpfel drin. Da packe ich die natürlich hier gleich wieder zurück. Dann kommt der eine noch hier hin. Die Weintrauben nehme ich mal mit. Dann gehe ich nochmal in den Frühlingsgarten. Okay, also Marmelade. Marmelade. Und hier sind Kartoffeln fertig. Hier sind auf jeden Fall Kartoffelsamen fertig. Sehr gut. Ich brauche jetzt keine Kartoffeln. Warte mal, Gurken war ja auch fertig. Ja. Aber hier kann ich auf jeden Fall die 10 Weintrauben reinpacken. Und dann kann ich hier einmal komplett Kartoffeln ernten und bekomme hier sogar ein paar Sternkartoffeln raus, die ich wahrscheinlich aufheben sollte. Das ist doch noch eine große Kartoffel da gewesen, ne? So. Kartoffeln habe ich ohne Ende bekommen. Okay, die werde ich aber verkaufen. Die 20 Sternkartoffeln werde ich nicht verkaufen. Ich werde die 16 Kartoffelsamen jetzt hier packen und Melonensamen könnte ich vielleicht sogar, warte mal, ich könnte jetzt noch Melonensamen, ach nee, wir haben ja einen Winter, da gibt es ja gar keine Melonensamen, Mist. Was habe ich denn am meisten? Erdbeersamen. Wachsen Erdbeeren im Herbst? Müssen ja eigentlich, ne? Obst haben die im ach nee, ich bin ja im Frühling. Ich bin ja im Frühling, okay. Ich bin ja im Frühling, alles klar. So, dann habe ich hier noch zweimal so. So, Erdbeersamen habe ich ja ohne Ende. Deswegen kann ich die auch hier aussehen. Aber wie gesagt, ich muss schauen, dass ich die Melonen hinkriege. So, die Sternkartoffeln werde ich auf jeden Fall aufheben. Die Sternkartoffeln werde ich aufheben. Ich weiß ja noch nicht, wo ich die. Ich weiß nur noch nicht, wo ich die hinpacke. Ich gehe erstmal zurück zum Hof. Ich könnte natürlich auch zu den Erdgnomen mal wieder gehen. Wäre, glaube ich, auch mal wieder ganz angebracht. Aber ich muss auf jeden Fall die Sternkartoffeln aufheben. Also, das kommt erstmal alles
Ich werde die zwar, glaube ich, nicht nochmal brauchen. Aber ich möchte sie trotzdem hier aufheben. Passt natürlich nichts mehr rein. Dann nehme ich... Ich habe ja da schon Sternkartoffeln. Sehr gut, dann kommen die da hin. Dann könnte ich eigentlich... Moment, hier habe ich auch nochmal Melonen. 6er Melonen. Dann kann ich hier neuen Samen machen. Okay, warte mal. Hier habe ich auch nochmal Melonen. Wunderbar, dann habe ich nochmal 8x6er Melonensamen bekommen. Den kann ich ja hier hinterpacken. Der ist dann fürs Gewächshaus. Den werden wir vielleicht in der nächsten Folge... Wird es vielleicht noch nicht ganz fertig sein, denke ich mal. Wir haben 2x Eier und 1, 2, 3x Milch. 1, 2x Eier und 3x Milch. Dann nehme ich natürlich die 6er und die 9er. So. Und dann fehlt mir noch einmal Milch. Einmal Milch kann ich noch. Lass nicht mal durch. Wir haben hier von denen haben wir ja. Nehme ich von der 3er Milch, nehme ich mir mal 10 mit. So, du bist noch nicht fertig. Die Melonen packe ich jetzt wieder hier rein. Das sind ja, glaube ich, 6er gewesen. Habe ich nur 24. Reicht, glaube ich, noch nicht komplett. Ah, die Blumen könnten auch fertig sein. Und der Blumensamen da theoretisch gesehen, glaube ich, auch. Ja. Habe ich 6er Begonien rausbekommen. Kann ich natürlich gleich hier komplett alle reinpacken. Dann habe ich auch ein paar Winterblumen wieder. Die kommen hier rein. Das kommt alles weg. Diamanten habe ich auch nicht mehr. Ich müsste theoretisch gesehen auch mal wieder in den... warte mal, habe ich noch... Habe ich noch Blumen für den Winter? Müssten ja theoretisch gesehen die hier sein, oder? Ne, das sind... Genau, die 12. Das müsste ja eigentlich alles für den Winter sein, oder? Ja. Dann pflanze ich die mal noch ganz schnell. So viel bräuchte ich, glaube ich, gar nicht. So. Die kann ich dann nicht abbauen. Ja, nicht haken. Und dann bringe ich die wieder zurück. Weil Blumen, wie gesagt, für unseren Honig können wir den immer gebrauchen. Ob wir dann 10er Honig oder so rauskriegen, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ist ja nur, dass ein bisschen was läuft. So, den muss ich natürlich hier runtersetzen. Weil das ist ja für ein... Ist ja für einen Winter gewesen. Dort oben brauche ich, glaube ich, nicht hin. Könnte schon wieder was fertig sein. Das ist fertig, okay. Dann denke ich nämlich auch mal, dass der Part auch schon wieder vorbei ist. Ich nehme das auf jeden Fall erstmal alles mit hier, die Sporen. Die packe ich hier rein, da haben wir 25 schon wieder und so viel brauche ich gar nicht. Wie sieht das Silo aus? 82, das können wir auch nochmal voll packen. Wir haben ja noch ein bisschen Futter da. So. Ah, die waren jetzt unterschiedlich, die. Die waren jetzt unterschiedlich, die Silos, oder? Sollten die nicht eigentlich gleich sein? Weiß nicht. So, also Gold hier rein, Steine hier rein, Silber, das. Und der Rest muss weg, warte mal. Das kann ich mitnehmen, das kann ich noch mitnehmen. Meine Mia rennt hier auch schön rum. 50.000 bekommen wir. Wunderbar, dann sollten wir jetzt den Tag mit einem Streicheln der Miets beenden. Und ich denke mal, wir müssen dann auf jeden Fall schauen, dass wir die nächsten Tage so einigermaßen rumkriegen. Aber wir müssen halt warten, bis unsere Melonen fertig sind und wahrscheinlich neue anpflanzen, weil das wird noch trotzdem noch nicht reichen.
brauche ja 5 Stück und ich habe, glaube ich, eine einzige Juwelenmelone bis jetzt rumliegen in meiner Kiste. Und ich brauche, wenn ich das richtig sehe, 5. Wird schwierig. Kartoffeln knapp 20.000, insgesamt 60.000. Gerade so geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Story of Season Pioneers of Olive Town wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.